Ich finde es halt einfach schön, wenn du am Ende vom Tag siehst, was du den ganzen Tag über geleistet hast. Das Ding Spezial. Ausbildung. Wenn du gefragt hast, ja, was macht ein Raumausstatter, dann stelle ich meistens die Gegenfrage, was denkst du denn? Und du bekommst dann eigentlich so gut wie immer die Antwort. Du sagst praktisch den Kunden, ja, stell den Schrank dahin und das Bett dahin, dann sieht es besser aus. Aber du machst im Prinzip eigentlich genau das Gegenteil. Du machst halt die körperliche Arbeit und nicht die nur am Schreibtisch, wo du denken musst. Der Beruf Raumausstattung ist in vier große Teilbereiche aufgeteilt. Dazu gehört einmal der Bereich Boden. Boden rausreißen, Untergrundvorbereitung, Boden wieder verlegen. Dann gehört dazu der Bereich Polster, der Bereich Gardinen oder Dekoration. Als letzten Punkt gehört zum Raumausstatter der Bereich Wand, also Tapezieren, Wände streichen, Untergrundvorbereitung. Am meisten Spaß macht mir eigentlich das Polstern und das Bodenlegen, weil das einfach so die bisschen anspruchsvollere Arbeit ist und man sich da in seiner Kreativität teilweise auch echt austoben kann. Man erlebt sehr viel, auch sehr viel Unterschiedliches, von den reicheren, wo du auch mal in der Villa bist, oder zu den ärmeren, die wirklich am Geld kratzen und aber was Neues brauchen, wo dann man wirklich nur das Nötigste machen muss, so dass es hält. Man erlebt Kunden, die respektlos mit einem umgehen. Man erlebt Kunden, die richtig dankbar sind und froh, wenn man ihnen jetzt was macht. Ja, für jemand, der die Vielseitigkeit mag, ist der Beruf mega geeignet. Für jemand, der vielleicht auch mal sich vor Herausforderungen stellen möchte, sich selber eine neue Aufgabe stellen möchte, für so jemand ist das sehr geeignet. Ich finde, das macht den Beruf einfach aus. Wenn du jeden Tag von der Baustelle oder von der Werkstatt nach Hause gehst und du siehst einfach am Ende vom Tag, was du gearbeitet hast. Und das finde ich halt, du weißt, was du getan hast und du siehst es auch noch und kannst dann halt auch mit deinen Eltern oder Freunden oder so drüber reden, und das ist halt echt mega gut. Das Ding.